Wir werden hier rasant schnell lernen, wie man Stammfunktionen berechnet. Dazu muss man zuerst diese vier Formeln kennen. Stammfunktion von 0, das ist eine Konstante c. Warum? Weil die Ableitung von c 0 ergibt. Stammfunktion einer Konstante c, das ist diese Konstante c mal x. Warum? Weil die Ableitung von cx c ergibt. Aber die Ableitung von cx plus 1, das ergibt auch c. Und die Ableitung von cx minus 7, das ergibt auch c. Eigentlich, die Ableitung von cx plus, egal welche konstante Zahl k, ergibt immer c. Also ist eine Stammfunktion immer nur definiert einer additiven Konstantenzahl k nah. Und um nicht jedes Mal plus k hintendran schreiben zu müssen, schreiben wir dieses Symbol, einen horizontalen Strich mit dem spanischen Tilde oben drüber. Vorsicht, das ist nicht das Symbol Ist-Zeichen mit dem spanischen Tilde oben drüber. Das ist das Symbol für ist ungefähr gleich zu. Wie Pi ist ungefähr gleich zu 3,14. Das hier bedeutet, ist gleich einer additiven Konstante nah. Und somit müsste man eigentlich sagen, eine Stammfunktion von c dx ist cx, denn es gibt ja ganz viele, alle Funktionen cx plus k. Trotzdem sagt man die Stammfunktion, wohl wissend, dass eine Stammfunktion immer nur definiert ist, einer additiven Konstante nach. Die Stammfunktion von x dx, das ist x Quadrat halbe. Und die Stammfunktion von x hoch m dx, das ist x hoch m plus 1 geteilt durch m plus 1. Jetzt schon sind wir fähig, Stammfunktionen von solchen Funktionen zu berechnen. Stammfunktion von x Quadrat, das ist x hoch 3 Drittel durch diese Formel. Es ist immer gut, am Ende die Antwort zu nehmen, sie abzuleiten. Wenn man dann das findet, was zwischen dem länglichen s und diesem dx steht, dann ist die Antwort okay. Stammfunktion aus Wurzel x, diese Wurzel schreiben wir in Form x hoch 1 halbes und können dann diese Formel anwenden. Stammfunktion von x hoch 1 halbes, das ist also x hoch 1 halbes plus 1 geteilt durch 1 halbes plus 1, was dann sofort zu diesem Bruch führt. Und am Ende schreibt man dann diese Potenz mit rationaler Hochzahl noch in Wurzelform um. Genauso wie bei Ableitungen fliegt auch bei Stammfunktionen eine multiplikative Konstante aus der Stammfunktion raus. Das heißt, rechnen wir die Stammfunktion von c mal fx dx, dann kann man dieses c mal einfach vor diese Stammfunktion setzen. Und genauso wie bei Ableitungen kann man auch bei Stammfunktionen zerstückeln bei Summe und Differenz. Das heißt, die Stammfunktion einer Summe, das ist die Summe der einzelnen Stammfunktionen. Und die Stammfunktion einer Differenz, das ist die Differenz der einzelnen Stammfunktionen. Jetzt schon sind wir fähig, die Stammfunktion von einem beliebigen Polynom zu berechnen. Denn bei Minus und Plus darf zerstückelt werden und in den einzelnen Stückchen fliegen die multiplikativen Konstanten raus. Also rechnen wir zweimal Stammfunktion von x hoch 3, das ist x hoch 4 Viertel, diese Formel. Dann minus 4 mal Stammfunktion von x Quadrat, das ist x hoch 3 Drittel. Plus 5 mal Stammfunktion von x, das ist x Quadrat halbe. Und dann minus Stammfunktion von 1, das ist x. Und dann schreiben wir dieses Polynom noch vernünftig auf und fertig. Einige Stammfunktionen sind nicht zu berechnen, sondern ganz einfach auswendig zu wissen. Wie hier Stammfunktion von Sinus x, das ist minus Cosinus von x. Stammfunktion von Cosinus x, das ist Sinus von x. Und Stammfunktion von 1 auf cos Quadrat von x, das ist Tangens von x. Vorsicht mit dem Minuszeichen. Die Ableitung von Cosinus, das ist minus Sinus. Also ist die Ableitung von minus Cosinus
Der Sinus. Stammfunktion von 1 auf Quadratwurzel aus 1 minus x Quadrat dx, das ist Arcosinus von x. Stammfunktion von minus 1 auf diese Quadratwurzel, das ist Arcus Cosinus von x oder auch minus Arcus Sinus von x. Stammfunktion von 1 auf x Quadrat plus 1, das ist Arcus Tangens von x. Stammfunktion von e hoch x dx, das ist diese Exponentialfunktion e hoch x, denn genau so ist sie definiert. Stammfunktion von a hoch x dx, das ist diese Exponentialfunktion a hoch x, aber multipliziert mit diesem Bruch 1 auf ln von a. Und Stammfunktion von 1 auf x dx, Vorsicht, das ist nicht ln von x, sondern ln vom Betrag von x. Diese wichtige Formel, um Stammfunktionen zu berechnen, funktioniert nicht, wenn m minus 1 ist, denn dann würde man ja hier durch 0 teilen. Aber was ist denn, wenn m minus 1 ist? Dann steht hier Stammfunktion von x hoch minus 1 dx. Und x hoch minus 1, das ist 1 geteilt durch x. Wir haben gerade gesehen, eine Stammfunktion von 1 geteilt durch x, das ist ln vom Betrag von x. Also genau in dem Fall, wo diese Formel hier nicht funktioniert, haben wir ln zur Verfügung. Die Stammfunktion einer Summe oder einer Differenz darf in Summe oder Differenz von den einzelnen Stammfunktionen zerstückelt werden. Aber Vorsicht, beim Produkt und beim Quotienten funktioniert das nicht. Was macht man dann? Dann kann man es versuchen mit dem Partialen. Die Partialformel funktioniert so. Wir haben hier Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, wovon eine Ableitung ist. Dann schreibt man dieses Produkt der beiden Funktionen auf, aber ohne das Prim, und subtrahiert davon Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere rüberspringt. Das Prim steht jetzt bei der Funktion g. Zum Beispiel hier. Wir suchen Stammfunktion von diesem Produkt, also Vorsicht nochmal, Stammfunktion von einem Produkt, das ist nicht das Produkt der einzelnen Stammfunktionen. Hier kann man es so machen, e hoch x ist dasselbe wie die Ableitung von e hoch x und jetzt haben wir Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, wovon eine Ableitung ist. Wir sind also genau in diesem Fall. Die Formel besagt, man schreibe das Produkt der beiden Funktionen ohne Prim. Wir schreiben das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne das Prim, steht da. Dann minus Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Also auch hier, wir schreiben das Produkt der beiden Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Das Prim steht jetzt bei x. x' ist aber 1. Dann bleibt dann nur noch die Stammfunktion von e hoch x zu berechnen und das macht e hoch x. Es ist immer gut, am Ende die Antwort abzuleiten. Wenn man dann das findet, was hier zwischen dem länglichen s und dem dx steht, dann ist die Antwort okay. Ein anderes Verfahren ist das Substitutionsverfahren. Wir berechnen Stammfunktion einer Kettenfunktion, wo hier noch multipliziert wird mit der Ableitung von diesem Funktionsteil. Und um das zu berechnen, rechnet man die Stammfunktion von f von u du und wenn man diese Stammfunktion gefunden hat, ersetzt man am Ende u durch das, was es ist als Funktion von x. Das ist schwer zu verstehen. Ein Beispiel wird das Ganze erläutern. Wir suchen Stammfunktion von x² plus 1 hoch 3 mal 2x dx. Wir haben diesen Funktionsteil x² plus 1, dessen Ableitung da hinten multipliziert. Genau wie die Formel es beschreibt, wir haben einen Funktionsteil,
dessen Ableitung dahinten multipliziert. Dann nennt man diesen Funktionsteil gleich u. Ich schreibe es mal hin. U ist x² plus 1. Also ist u eine Funktion von x. Und wenn man diese Funktion u ableitet gegenüber der Variablen x, dann findet man 2x. In dieser Schreibweise setzen wir den Nenner noch rechts rüber, wo er multipliziert, und können jetzt die Substitution vornehmen, und zwar in unserer Anfangsstammfunktion ersetzen wir x² plus 1 durch u, weil x² plus 1 ja u ist, also das ersetzen wir durch u, dann steht da u hoch 3, okay. Und dann dieses Paket 2x dx, dieses Paket 2x dx kann ersetzt werden durch du, weil es ja dasselbe ist. Also ersetzen wir 2x dx durch du. Und jetzt bleibt noch diese Stammfunktion zu berechnen. Stammfunktion von u hoch 3 du, das ist u hoch 4 Viertel. Und wo wir jetzt die Stammfunktion gefunden haben, brauchen wir nur noch u zu ersetzen durch das, was es ist, das heißt durch x² plus 1. Und somit finden wir die Stammfunktion, die gefragt wurde. Ein weiteres Verfahren, eine Stammfunktion herauszufinden, besteht darin, solch eine rationale Funktion durch die euklidische Polynomdivision durch solch eine Summe zu ersetzen. Und alles andere ergibt sich dann von alleine. Schauen wir in einem Beispiel. Wir möchten die Stammfunktion von dieser rationalen Funktion herausfinden. Dazu euklidische Polynomdivision vornehmen, ist gemacht. Diese Division bedeutet 4x plus 1 geteilt durch 2x minus 3, so wie es da steht, ist dasselbe wie 2 plus dieser Rest 7 geteilt durch den Teiler 2x minus 3. Und somit können wir also diesen Bruch ersetzen durch diese Summe. Und die Stammfunktion von dieser Summe ist sehr leicht herauszufinden, denn Stammfunktion von 2, das macht 2x, und die Stammfunktion von diesem Bruch lässt sich sehr schnell bestimmen durch die Substitution u gleich 2x minus 3. Und so haben wir diese Stammfunktion. Wir haben hier verschiedene Verfahren zum Berechnen von Stammfunktionen gesehen. Und mit diesen Verfahren kann man wirklich schon sehr, sehr viele Stammfunktionen berechnen. Das Ganze muss nur fleißig geübt werden. Viel Spaß beim Üben!